Marco Vogt und Susanne Grön. 42. Das wird leider nicht reichen. Also wir telefonieren morgen mit jemandem, der hat tausende Kugelschreiber, der ist sogar Weltrekordhalter. Der Kugelschreiber ist ja ein begehrtes Sammlerobjekt. Morgen wird er genau 77 Jahre alt und wir nehmen es mal zum Anlass, um Sie zu fragen, was sammeln Sie? Da gibt es ja die verrücktesten Dinge, Bleistifte, Radiergummis oder vielleicht auch einfach Büroklammern. Ja, vielleicht sammeln Sie auch Tassen. Verraten Sie uns Ihre Sammelleidenschaft und dann hören wir uns morgen. Wir sind wirklich gespannt auf das, was Sie sammeln.